habe eine Anfrage bekommen, ob ich dieses Känguru nachmachen kann mit dem kleinen Känguru-Baby. Und ich habe ja gesagt. Und heute kommt das Video dazu. So, ich habe schon eigentlich alles vorbereitet, aber natürlich so, damit ihr noch mitkommt. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich habe hier den Körper und den Kopf, der ein bisschen größer ist als der Körper, einfach weil das meiner Meinung nach süßer aussieht. Jetzt setze ich die zwei Teile zusammen. So. Und drücke es auch ein bisschen zusammen. Jetzt haben wir sozusagen eigentlich schon den ganzen Körper. Dann die Ohren. Ich habe ein Ohr schon vorbereitet. Das andere zeige ich euch einfach mal, wie ich das gemacht habe. Setzen wir das drauf. Okay. Und zwar habe ich natürlich ein kleines Stück Film genommen. Hab's zu einem Ball gerollt. Und dann zu einem Tropfen. Und dann einfach flach gedrückt. Und oben etwas spitz gemacht. Und dann setzen wir das eben auch drauf. Das mache ich ganz kurz hier. Okay. Und jetzt kommen wir zum Kind. Also das gleiche Prinzip, aber dafür macht ihr nur den Kopf. Das Kind habe ich schon vorbereitet, weil das eine kleine, also das ist so eine, da müsst ihr, braucht ihr ein paar Minuten, ich zumindest, einfach weil es halt sehr klein ist. Dann mal kommen wir zum Beutel. Dazu nehmt ihr einfach ein bisschen Fimo wieder, rollt ihr das in den Ball und drückt es flach. Könnt ihr das auch mit dem Messer abheben und dann das obere Viertel abschneiden, so dass es praktisch, ja, dass es halt so aussieht. Dann setzt ihr das hier vorne drauf und lasst sozusagen hier oben ein bisschen Platz, damit es wirklich aussieht wie ein kleiner Beutel. Setzt das kleine Kindchen drauf. So. Setzt dann die Arme der Mutter neben das Kind und die Arme des Kindes vorne vor das Kind. Jetzt kommen wir noch zum Schwanz. Dazu nehmt ihr einfach wieder ein bisschen rund, also macht ihr wieder viel mehr rund und macht es auch wieder zu so einem langen Tropfen. Drückt dann einfach ein bisschen flach, aber nicht zu arg. Klebt, also macht es hinten hin und ihr könnt es dann formen, wie ihr wollt. Ich forme es immer so ein bisschen nach vorne. So, das ist das Armchen. Und schon habt ihr euer Känguru fertig. Jetzt müsst ihr es nur noch anmalen und backen. Und ich wünsche euch wirklich viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal. Und falls ihr neue Wünsche habt, einfach in die Kommentare schreiben. Tschüss.